Personalengpässe oder ein gefühlter Personalmangel sind ja Dauerthema in vielen Zahnarztpraxen. Dass dieser Umstand eben gerade nicht der Tatsache geschuldet ist, dass zu wenig Nachwuchs den Beruf der ZFA lernt, das haben wir ja hier auf dem Kanal schon oft besprochen. Ausgebildet wird tatsächlich genug. Die Menschen bleiben nur anschließend nicht in der Zahnarztpraxis. Das soll aber heute gar nicht unser Thema sein. Vielmehr geht es in diesem Video darum, wie sich durch den sprichwörtlichen Blick über den Tellerrand Mitarbeiterinnen aus anderen Branchen für die Zahnarztpraxis gewinnen lassen. Da gibt es nämlich noch ganz erhebliche Potenziale, die viele Praxen noch gar nicht vollständig nutzen. Wo genau ihr jetzt potenzielle Mitarbeiterinnen finden und wie ihr die für eure Praxis gewinnen könnt, dazu habe ich heute 8 Tipps für euch. Los geht's! Bevor wir zum ersten Tipp kommen, noch eben ein paar Zahlen zur Mitarbeiterinnen-Situation am Markt. Diejenigen, die hier auf dem Kanal regelmäßig zuschauen, die kennen diese Zahlen ja schon. Wir haben innerhalb weniger Jahre einen mehr oder weniger dramatischen Rückgang der in der Zahnmedizin Beschäftigten zu verzeichnen gehabt. Dass der jetzt gerade nichts mit rückläufigen Ausbildungszahlen zu tun hat, das habt ihr ja gerade schon im Intro gesehen. Diese Entwicklung ist nämlich schlicht und einfach darin begründet, dass viele dieser Mitarbeiterinnen die Zahnheilkunde nach mehr oder weniger kurzer Zeit, manche bleiben ja durchaus auch nach der Ausbildung 10 oder 15 Jahre, andere sind schon nach 2 oder 3 Jahren wieder weg. Es sind jedenfalls insgesamt zu viele, die die Zahnheilkunde wieder verlassen und anderswo einen Job annehmen. Und das solltet ihr euch bitte auch mal klar machen. Die hören ja nicht auf zu arbeiten. Die arbeiten nur woanders, nämlich nicht mehr in der Zahnarztpraxis. Woran das jetzt liegt, das will ich jetzt hier gar nicht weiter thematisieren. Da gibt es auch genug andere Filme hier auf dem Kanal zu. Schaut euch das gerne mal in dieser Playlist hier an. Ich möchte Ihnen und euch heute einfach nur einen ganz kleinen Denkanstoß in Richtung des Suchgebietes geben, das ihr bei der ZFA-Gewinnung für eure Praxis bespielt. Mir ist nämlich immer wieder aufgefallen, dass die meisten Praxen, was ja zunächst mal ganz logisch erscheint, Mitarbeiterinnen suchen, die in dem Moment, in dem sie gesucht werden, gerade in anderen Zahnarztpraxen arbeiten. Darum begegnen uns ja auch so Dinge wie Wechselprämien oder Social Recruiting, ihr kennt das. Da aber alle anderen Praxen nun auch mit dem ziemlich exakt gleichen genialen Plan unterwegs sind, sehen sich dann alle mehr oder weniger stark mit eben dieser Situation konfrontiert, die ich auf dem Vorschaubild zu diesem Film mal dargestellt habe. Metaphorisch gesprochen halten nämlich immer mehr Praxen ihre Angeln in einen tendenziell immer dünner mit ZFA besiedelten Personalpool oder Teich, wenn man so will. Und was dann passiert, das wisst ihr ja auch. Ich muss immer fettere Köder, ich bleibe jetzt mal bei dieser Metapher, an meinen Haken hängen. Ich muss da noch ein Bäumchen hinstellen, ich muss noch einen Obstkorb organisieren, ich muss für das Fitnessfrühstück sorgen, um das Elektrodienstfahrrad darf ich mich dann bitte im Zweifelsfall auch noch kümmern. Ihr kennt das ja alles. Ich muss also immer mehr tun, immer mehr an den Haken hängen, damit überhaupt noch jemand kommt. Statt mich jetzt mit meiner Angel, und das ist mein Denkanstoß und das ist dann auch der erste Tipp, den ich euch geben möchte, einfach an einen anderen Teich zu begeben. Welche Teiche das sind, dazu dann später mehr. Übrigens, vernünftige Bezahlung in unserer Metapher die Köder muss ich natürlich auch an den anderen Teichen einsetzen, sonst wird sich auch da niemand für meine Angel, sprich mein Arbeitsangebot, interessieren. Ich habe aber an dem anderen Teich unter Umständen ein deutlich höheres Angebot und damit auch ein ganz anderes Potenzial, auf das ich zugreifen kann. Eins dieser Potenziale, das ich am Schluss dieses Films vorstelle, das dürfte dann durchaus für viele von euch etwas überraschend sein. Und damit Salvete und herzlich willkommen hier auf mein Zahnarztcoach. Mein Name ist Frank Frenzel, ich bin Diplompsychologe, Trainer und Praxiscoach und ich betreue Zahnarzt- und Augenarztpraxen bundesweit seit mittlerweile 23 Jahren.
Es gibt hier auf dem Kanal immer mittwochs um 12 einen neuen Film, also zum High Noon. Wenn ihr neu hier seid und euch diese Themen hier interessieren, dann heiße ich euch ganz herzlich in unserer kleinen, lauschigen, dentalen Community willkommen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr den Kanal jetzt gleich abonniert. Das Abo, ganz wichtig, immer mit Glocke. Nur die Glocke macht glücklich und schlau. Unsere treuen Stammzuschauerinnen und Stammzuschauer wissen das schon. Und den Kanal hier gibt es natürlich auch als Podcast. Da machen ja viele von euch auch schon sehr fleißig Gebrauch von. Morgens auf dem Weg zur Arbeit oder im Fitnessstudio. Wo immer ihr das hören möchtet, den Link zum Podcast findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor wir uns die Branchen anschauen, aus denen sich Mitarbeiterinnen für eure Praxis rekrutieren lassen, müssen wir noch die Frage beantworten, was denn eine ungelernte Person, also das sind ja dann keine ZFA, die ihr da in anderen Branchen findet, oder eine Quereinsteigerin in der Zahnarztpraxis denn überhaupt machen darf. Ich höre ja diese Frage schon im Hintergrund und die Bedenken, die da dran hängen, berechtigterweise. Da fangen wir dann mal in der Praxisverwaltung oder im administrativen Bereich an. Da darf die zahnmedizinisch ungelernte Quereinsteigerin nämlich schon eine ganze Menge. Als da wären der Empfang von Patienten, die Terminvergabe, sie darf ans Telefon gehen, sie darf Patientendaten in die Praxisverwaltungssoftware eingeben, sie darf Abrechnungen erstellen, ja, und das Qualitätsmanagement umsetzen darf sie auch. Und bevor jetzt irgendjemand schreit, was, Terminvergabe kann die ja gar nicht, die weiß ja gar nicht, für welche Patienten und welche Behandlungen wir welche Zeitfenster brauchen. Natürlich sind das Bereiche, in die eine Quereinsteigerin zunächst mal eingearbeitet werden muss. Das ist aber doch jetzt genau ein Grund mehr, mal über die eigenen Standards in der Praxis nachzudenken. Ich habe das ja vielfach im Bereich von Terminfiltern und Patientenklassifikation immer wieder in Praxen und auch hier auf diesem Kanal thematisiert. Wenn es gute Standards gibt und eben nicht einfach so freihändig und oder nach Gefühl oder Lautstärke oder Dringlichkeit gearbeitet wird, dann müsste ich als extern Ahnungsloser in der Lage sein, in eurer Praxis Patienten, die ich noch nie vorher gesehen habe, mit einer Trefferquote von 97% einen passenden Termin zu geben. Und zwar einfach deshalb, weil ich, sobald der mir im Falle des Anrufes Namen und Geburtsdatum genannt hat, im Patientenstamm eurer Praxissoftware sehen kann, ob ich den Patienten in ein A, B, C oder gegebenenfalls auch in ein D-Patientenfenster zu buchen habe, wann ich im nächsten Zeitfenster dieser Kategorie auch einen Termin frei habe, erstens, und weil ich zweitens eine Liste mit Indikationen oder Behandlungen neben mir liegen habe, aus der ganz eindeutig ersichtlich ist, wie groß das Zeitfenster sein muss, das ich für so eine Behandlung einzuplanen habe. Mehr zum Thema Terminfilter und Blockbestellsystem findet ihr übrigens in diesem Film hier auf dem Kanal. Weil das aber eben in vielen Praxen nicht standardisiert abläuft, ist es dann eben unter Umständen mit einer fachfremden Kraft schwierig. Das hat aber nichts mit der Person oder mit dem Erfahrungshintergrund zu tun, sondern einfach mit fehlenden Standards. Freunde, Triggerwarnung, wieder so ein Beispiel aus einer ganz anderen Branche, das du natürlich überhaupt nicht auf die Zahnheilkunde übertragen kannst. In Schnellrestaurants. Da hängen hinten in der Küche große Poster mit den Standards rum, mit Bildern. Damit wirklich jeder Dulli weiß, wie der Cheeseburger zusammenzubauen ist. Und jetzt erzählt mir doch bitte nicht, dass das jetzt in eurer Praxis so wahnsinnig viel komplexer ist, einen Termin zu vergeben. Man kann das jetzt natürlich beliebig komplex machen, beispielsweise, wenn man vier verschieden lange Zeitfenster für eine PZR hat, um mit auch ja dem letzten Patienten noch recht zu machen. 20 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten und 60 Minuten. Ich habe es alles erlebt. Ja klar, bist du als Mitarbeiterin durch diese selbstgemachte Verkomplizierung gestiegen bist, da brauchst du dann vielleicht wirklich 3 Jahre Ausbildungszeit. Besser wäre doch, es gibt die IP
Und da fällt dann nach exakt 30 Minuten der Hammer. Inklusive Eintragung habe ich oft genug erlebt, dass und wie das funktioniert. Und die Erwachsenen-PZR, und die dauert 50 Minuten plus 10 Minuten Eintragung und Zimmer vor- und nachbereiten. Und die Termine macht doch bitte die Mitarbeiterin, die den Patienten und seine Bedürfnisse am besten kennt, nämlich die Kollegin aus der PZR. Und nach deren schriftlichen Vorgaben werden dann, natürlich in Abstimmung mit Chef oder Chefin, vorne die Termine an anrufende PZR-Patienten vergeben. Also Tipp Nummer 2. Standardisiere deine Abläufe. So, und jetzt mal noch so ein kleiner Gedanke zum Thema Kompetenz und Vorwissen. Gerade vorne für den Empfang. Worum geht's denn da vorne eigentlich am Empfang? Ja, na klar, da sitzt die Visitenkarte eurer Praxis. Die muss im Grunde nur eins können. Im telefonischen und im persönlichen Kontakt gnadenlos freundlich, verständnisvoll und empathisch sein. Das muss eine Konfliktexpertin sein, das muss eine halbe Therapeutin sein. Die muss sich am Telefon so anhören, als wenn die den ganzen Tag nur auf diesen einen Anruf dieses ganz speziellen Patienten gewartet hat. Du musst das schon an der Stimme hören, dass die Bock hat, da zu arbeiten. Und wenn ihr jetzt denkt, das hört sich bei meiner aber nicht so an, die ich da vorne sitzen habe. Wir sprechen ja gleich noch drüber, wo ihr diese Menschen findet. Da könnt ihr mich übrigens auch gerne zu anrufen. Das geht dann oft etwas schneller, als wenn man es selbst macht. Bei so einem Gespräch sind die ersten 15 Minuten Kennenlernen ohne Berechnung. Danach gleicht ihr das dann mit 349 Euro plus Mehrwertsteuer je angefangene Viertelstunde aus. Der Tipp Nummer 3 ist also, such keinen Berufsabschluss, such Kompetenzen. Das ist auch ganz wichtig für die Gestaltung eurer Stellenanzeigen oder eurer Kampagnen, da sprechen wir ja gleich noch drüber. Die meisten Praxen suchen mit ihren Anzeigen und Kampagnen nämlich Abschlüsse und keine Kompetenzen. Ich mache jetzt erstmal ganz kompetent meine Halbzeit-Kaffeepause. Und sage euch allen meinen ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr hier so fleißig und regelmäßig guckt, die Filme auch mal weiterempfehlt oder bei Facebook, Insta oder in Foren und zahnmedizinischen Gruppen teilt. Schön, dass wir hier mittlerweile so regelmäßig so viele sind. Das ist eine Teamleistung, ich sage das immer wieder. Und das war nur durch eure Unterstützung möglich. Habt da ganz lieben Dank dafür. Wenn ihr Karma-Punkte sammeln wollt und euch von weltlichem finanziellen Ballast befreien möchtet, tut das sehr gerne über den PayPal-Link unten in der Videobeschreibung oder über die Super Thanks direkt unter dem Film. Besser PayPal, weil Gebühren niedriger, wisst ihr, geht auch nicht um die Summe, geht um die Geste. Ich freue mich jedenfalls sehr, wenn ihr euch hier beteiligt. Und wer jetzt gar nichts geben kann, der gibt einfach ein Like, das sollte immer drin sitzen und hilft mir übrigens auch sehr mit dem Algorithmus, damit diese Filme noch mehr Kolleginnen und Kollegen von euch angezeigt werden. Besonderer Dank geht natürlich an der Stelle an alle, die meine Arbeit an diesem Kanal durch eine Zusammenarbeit in ihrer Praxis vor Ort unterstützen, sprich die mich beauftragen. Ohne euch wäre dieser Kanal hier in dieser Form gar nicht machbar. Habt wirklich von Herzen Dank dafür. Ich weiß das echt zu schätzen. So, was darf denn so eine zahnmedizinfremde Mitarbeiterin, so eine Quereinsteigerin, was darf die noch? Die darf das Behandlungszimmer vor- und nachbereiten, die darf kleinere Laborarbeiten ausführen, also zum Beispiel Modelle ausgießen, Bissschablonen anfertigen und so weiter. Und Leute, haltet euch fest, die darf sogar Assistenztätigkeiten während der Behandlung durch den Zahnarzt oder die Zahnärztin ausüben. Ja klar, die macht keine Provis, weiß ich. Aber die kann, wenn sie pfiffig und willig ist, in vielen Bereichen eine wirklich große Unterstützung und Entlastung sein. Sicher, die kennt vielleicht die blaue Chirurgiekiste nicht und die kann vielleicht den Endomotor am Anfang nicht vom Milchaufschäumer in der Küche unterscheiden. Das mag sein. Aber warum weiß die denn nicht, was in die Chirurgiekiste kommt und wo die Kiste steht und wann sie was aufdecken muss? Richtig.
weil es keine Standards, keine dokumentierten Standards dazu gibt oder auch keine Chirurgiekiste oder keine Fotos davon, was zu welcher Behandlung aufzudecken ist oder weil der eine Zahnarzt das so will und der andere eben so, was ja an sich kein Problem ist, wenn man das dokumentiert und kommuniziert. Wie man sowas macht, zum Beispiel nämlich mit einem Teamplaybook, das haben wir sehr ausführlich mal in diesem Film hier besprochen. Ich sag euch mal was, und das ist jetzt unangenehm, ich weiß das. Das ist Bequemlichkeit, solche Standards nicht zu schaffen. Ich höre das ja immer wieder in Aussagen von Kolleginnen und Kollegen von euch. Ja, früher, der Hell, ja, der hat das immer so gewusst, was ich brauche. Ja, klar. Und mit diesem Wissen ist der Hell ja ganz sicher nicht aus dem Geburtskanal geflutscht und hat sich dann ohne weitere äußere Unterstützung direkt auf den Weg in die nächste Zahnarztpraxis gemacht und da hat Arbeiten angefangen. Das hat der Helga irgendwann mal jemand beigebracht. Und diesen Prozess gilt es jetzt in Anbetracht der aktuellen Personalsituation zu standardisieren. Ihr habt doch sonst gar keine andere Chance. Dazu dann jetzt an der Stelle Tipp Nummer 4. Es bringt nichts, wenn du standardisierst und anschließend dann nicht kontrollierst. Diese Kontrollbögen finden die meisten Kolleginnen und Kollegen von euch ja ganz furchtbar. Und zwar so frei nach dem Motto, ich habe das doch jetzt dreimal gesagt. Wieso muss ich das denn jetzt immer wieder kontrollieren? Ja, ganz einfach, mein Freund. Weil die Kontrolle Teil des Prozesses ist. Der Prozess muss von Anfang an so definiert sein, dass er die Kontrolle beinhaltet, sonst habe ich nämlich gar keinen sauberen Prozess. Beim Fliegen muss der Pilot ja auch ständig Kurs, Höhe, Geschwindigkeit und Fluglage kontrollieren. Das gehört zum Prozess des Fliegens mit dazu. Ich habe ja in dem Film vom Teamplaybook, den ich euch hier gerade eingeblendet habe, genau das mal als Ritual beschrieben. Zum Beispiel jetzt die drei Lernerfahrungen der Woche mal zu besprechen. Da solltet ihr dann nur aufpassen, dass ihr da nicht gegenüber den Mitarbeiterinnen in so eine Blamer-Nummer reinfallt, so frei nach dem Motto, Mensch, ich habe das doch jetzt schon dreimal gesagt. Wieso funktioniert das immer noch nicht? Oder wieso ist das denn jetzt schon wieder passiert? Ich habe ja in diesem Film hier mal beschrieben, wie man sowas dann kommunikativ löst. Und was sich hinter dieser Verklärung von Helja verbirgt, die das alles immer irgendwie alleine konnte, ohne dass man ständig hinter ihr stand und da immer ein Auge drauf hatte, ist ja letztlich nichts anderes als die Weigerung des Zahnarztes, seine Mitarbeiterin zu führen. Wenn ich Mitarbeiterin suche, die ich nicht führen brauche, weil die irgendwie nach der Anlernphase dann dauerhaft alles von selbst richtig machen, dann sage ich damit, dass ich mich weigere, die zu führen. Also Tipp Nummer 5. Denk bitte mal über dein Verhältnis zum Thema Führung nach. Ich empfehle gleich im Abspann noch 2 Filme, die zu diesem Thema besonders passend sind. So, was darf die fachfremde Quereinsteigerin denn jetzt nicht? Geduld, wir sprechen gleich auch noch darüber, wo ihr die findet. Sie darf zum Beispiel keine Medizinprodukte aufbereiten und freigeben. Das ist ausschließlich ZFA mit entsprechender Ausbildung oder Achtung, Fortbildung vorbehalten. Du kannst nämlich auch eine fachfremde Mitarbeiterin, eine Quereinsteigerin, einen Lehrgang zur technischen Sterilisationsassistentin absolvieren lassen. Und wenn die diesen Fachkundenachweis hat, dann darf die auch Medizinprodukte aufbereiten und freigeben. Natürlich hat das alles Grenzen. Was also dürfen Mitarbeiterinnen ohne ZFA-Ausbildung nicht durchführen? Sie dürfen selbstverständlich keinen Zahnstein entfernen, sie dürfen keine IPs und sie dürfen auch keine PZR durchführen und sie dürfen auch keine Röntgenbilder anfertigen. Ja, und nun? Ja, für die IPs und für die PZR hast du doch im Idealfall hoffentlich ohnehin eine separate Kraft. Und das Thema Röntgen, das sollte sich nun wirklich organisatorisch bewältigen lassen. So schwer ist das ja nun wirklich nicht.
Wer darin jetzt wirklich den finalen Hinderungsgrund sieht, mal auf eine Quereinsteigerin auszuweichen, der kann mich da gerne mal zu anrufen. Damit sind wir dann auch beim Tipp Nummer 6, dem Suchgebiet. Wir haben ja schon besprochen, dass es in vielen Bereichen der Zahnarztpraxis, nicht in allen, aber eben in vielen, im Zweifelsfall viel stärker auf die kommunikative Kompetenz ankommt als auf die medizinische. Das gilt doch übrigens für Sie oder für dich als Zahnarzt oder Zahnärztin genauso. Also suchst du doch idealerweise in Berufsbildern, bei denen Kommunikation eine Kernkompetenz darstellt. Hotelfachfrau vom Empfang eines Sternehotels. Die weiß, wie man mit Menschen in Konfliktsituationen umgeht. Die weiß, was Empathie ist. Die weiß, was zu tun ist, wenn die Luft brennt. Bitte, mit Verlaub und Respekt an alle lieben Hotelfachfrauen da draußen in ganz Deutschland. Die hat doch außer Serviceorientierung und Empathie im Umgang mit Menschen und Selbstmanagement in Stresssituationen fast nichts gelernt in ihrer Ausbildung. Und mehr braucht die doch da an der Anmeldung nicht. Liebe Hotelfachfrauen, das war natürlich jetzt überspitzt ausgedrückt. Was ihr wirklich gut könnt, das weiß ich auch, ist in aller Regel der Umgang mit Sprache und Stimmungen. Wie formuliere ich, wenn ich keinen zeitnahen Termin habe? Wie formuliere ich, wenn der Patient gar keinen Termin mehr bekommen soll? Genau das habt ihr doch da, das haben doch die Hotelfachfrauen gelernt, 3 Jahre lang. Also all die Dinge, die ich mal in diesem Film hier als wichtig für den Empfang besprochen habe. Und das sage ich hier nicht in der Theorie, sondern weil ich das in einer Praxis, die ich seit einiger Zeit schon betreuen darf, immer wieder erlebt habe. Ganz liebe Grüße gehen an der Stelle raus an OG, du bist gemeint. Serviceassistenzen aus dem Autohaus, die wissen, wie man mit Kunden umgeht, die Rechnungspositionen reklamieren und zwar auch dann, wenn hinter dem tobenden Kunden noch 2 weitere stehen, die langsam unruhig werden, weil sie auch gerne ihr Fahrzeug abholen würden. Veranstaltungs- oder Bankettmanagerin, das ist ebenfalls der Hotel- und Gastrobereich. Die sind auch in aller Regel durchaus flexibel, was Arbeitszeiten angeht. Die kennen nämlich weniger familienfreundliche Arbeitszeiten aus ihrem Job nur zu gut. Und die wissen das durchaus zu schätzen, wenn sie sich in diesem Punkt verbessern können. So, Hotellerie, Gastronomie, Automobil, Start Nummer 4 sind Banken und Versicherungen. Da gibt es jede Menge Mitarbeiterinnen, die, aus welchen Gründen auch immer, gerne in eine andere Branche wechseln möchten. Die hatten doch schon jede Menge Kundenkontakt. Mit Menschen umgehen, das können die. Ich habe das selbst erlebt, eine ehemalige Bankmitarbeiterin aus dem Kundenbereich, also mit Kundenkontakt, fängt als Rezeptionistin in einer Zahnarztpraxis an. Das hat vom ersten Tag an wunderbar funktioniert. Und übrigens mit Zahlen und Organisationen kennen sich Bankangestellte und Versicherungsmenschen in aller Regel auch aus, je nachdem in welchem Bereich die vorher tätig waren. Teamleiterin oder Teamleiter aus einem Callcenter oder von einer Kundenhotline, Büroleiterinnen, das sind alles so Berufsbilder, die haben in aller Regel die organisatorischen Kompetenzen, nach denen ihr so dringend sucht. Wenn das passt, dann könnt ihr die perspektivisch sogar zur Praxismanagerin fortbilden und weiterentwickeln. Und damit sind wir dann auch schon fast beim Tipp Nummer 7, aber eben nur fast. Vorher kommt nämlich noch ein ganz wichtiger Hinweis. Die Mitarbeiterinnen aus diesen Branchen, die ich eben gerade genannt habe, die findet ihr in aller Regel nicht über die klassischen Stellenanzeigenkampagnen. Warum? Das erkläre ich gleich noch. Die werdet ihr hauptsächlich über euer persönliches Netzwerk und über eine persönliche Ansprache finden. Und damit sind wir dann auch tatsächlich beim Tipp Nummer 7 der Kampagnengestaltung. Ich hatte ja schon gesagt, dass ihr nicht Abschlüsse, sondern bitte Kompetenzen suchen solltet. Und das muss sich natürlich auch in der Wortwahl eurer Anzeige oder Kampagne wiederfinden.
Wenn ihr da, wie das gefühlt 95% aller Praxen tun, ich erspare euch jetzt hier bewusst die Einblendung von Beispielen, eine ZFA oder eine ZMV sucht, dann werden sich diese potenziellen Mitarbeiterinnen aus den Branchen, die ich eben genannt habe, gar nicht angesprochen fühlen. Lösung: Ihr sucht nicht den Abschluss, sondern ihr sucht stattdessen Kommunikationstalente, Organisationsasse, die Koordinationsqueen oder wegen mir auch die rechte Hand Gottes. Man kann das ja durchaus mal auch etwas humorvoll spielen. Wenn ihr da Ideen oder Input zu braucht, dann ruft mich dazu gerne mal an. Der achte und letzte Tipp hat jetzt mit einer Gruppe zu tun, die oft vergessen wird, nämlich die ZFA-Wiedereinsteiger. Es gibt ja nicht nur ZFA, die aussteigen, sondern auch solche, die nach teilweise sehr langer Pause durchaus bereit wären, wieder in den Beruf zurückzukommen. Und die haben jetzt, das weiß ich sowohl aus persönlichen Gesprächen als auch aus Mails und DMs, die mich über meinen Insta-Account erreichen. Übrigens, mein Zahnarztcoach gibt es auch auf Instagram, nur mal so als kleiner Hinweis. Als auch aus Diskussionsbeiträgen in einer ganzen Reihe von ZFA-Gruppen bei Facebook. Die haben also jetzt folgendes gedankliches Problem. Die denken, ich war jetzt 20 Jahre nicht mehr im Job. Das schaffe ich gar nicht mehr. Das wird alles völlig anders sein als zu der Zeit, in der ich gelernt und gearbeitet habe. Das gilt natürlich insbesondere, wenn ihr euch als voll digitale, super duper 8.0 Praxis nach außen präsentiert. Freunde, richtig verstehen, für ein bestimmtes Patientenklientel ist das natürlich perfekt. Für eine potenzielle Wiedereinsteigerin wirkt das im Zweifelsfall eher abschreckend. Ihr solltet euch aber die Vorteile, die so eine Mitarbeiterin für eure Praxis mit sich bringt, wirklich mal bewusst machen. Ich sage nur mal so als Stichworte: Arbeitseinstellung, Souveränität im Umgang mit Patienten, Erfahrung im Umgang mit Stress- und Konfliktsituationen, ein eher gesetztes Lebensumfeld mit in aller Regel geordneten Verhältnissen. Da ist dann nicht jedes Wochenende Party, ne? Und das Thema Schwangerschaft ist da meistens auch schon durch. Es macht also sehr viel Sinn, gegebenenfalls eine zweite Kampagne zu gestalten, die sich genau an diese Zielgruppe wendet, oder eben die erste Zielgruppe, die ich euch genannt habe, über das persönliche Netzwerk anzusprechen und die Zielgruppe der Wiedereinsteigerinnen über eine Kampagne bei Facebook, Insta oder YouTube ganz gezielt anzusprechen. Wenn ihr mal über sowas sprechen möchtet, dann ruft mich gerne dazu an. Hier kommt jetzt die Playlist mit allen Filmen zum Thema Mitarbeiterinnengewinnung. Wenn bei all den Tipps hier auch nur einer dabei war, der genau für Sie oder für dich besonders hilfreich war, dann freue ich mich jetzt sehr über einen Daumen. Abonniert auch direkt, der Knopf ist direkt daneben, damit ihr dann beim nächsten Video auch benachrichtigt werdet. Und hier auf der rechten Seite findet ihr jetzt die beiden erwähnten Filme, die ich euch sehr zum Thema Führung ans Herz lege. Ich sage wie immer an der Stelle lieben Dank für euer Vertrauen und für Ihre Zeit. Valete et Proteinus Tevidere, euer Frank.